Sie streamt am Dienstag und Donnerstag auch mal bei Gelegenheit. Sie bastelt und gestaltet mit Papier, Buntstifte oder am Zeichentablett. Einmal in der Woche gibt es einen Wochenrückblick auf ihrer Webseite. So, und damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Kanalvorstellung. Ja, die ist mal wieder da. Und ja, heute besuchen wir, diese kleine Dame, die neben hier schon ist. Da. Ups, sorry. So, sie ist Leidenschaft in der Gaming- und Bastelbranche unterwegs. Und das seht ihr auch in den allerersten Clip. Somit schalte ich mich einmal nach oben und wir sehen uns. Sorry, ihr hattet, glaube ich, gerade keinen Ton. Ich spiele euch nochmal kurz schnell ab, dann mit Ton. Sorry, war mein Fehler. Ich war bei dir in der Wohnung gestanden. Also Minecraft. Und hab da, wie sagt man? Ich hab dein verzaubertes Buch als Vorlage genommen. Für mein Buch hier. So, ja, das war der erste Clip. Ich kann euch da nicht sagen, von vor 3 Jahren, streamst schon sehr, sehr, sehr lange und mache auch schon sehr, sehr lange soziale Medien in aller möglichen Art und Weise. Digital, print, was auch immer. Aber sie spielt nicht nur Minecraft, sondern auch andere Spiele. Teilweise auch Spiele, die ab 18 plus sind. Darum richtet ihr Kanal. Das steht hier ja, der Podcaster hat angegeben, dass sich dieser Kanal an Erwachsene richtet. Darum nicht mal wundern, wenn hier auch mal andere Szenen drin sind, weil der Kanal ist größtenteils ab 18. Wir schon nochmal kurz, was bei ihr im zweiten Clip so passiert. Und dann bin ich mal gespannt. Sie haben sich halt dann auch quasi gegen die Menschheit gewandt und haben dann angefangen, Menschen zu verwursten. Und sie sind dann... Lass dir ruhig. Ja, sein. Ja, jetzt mach keinen Stress hier. Jedenfalls ist es halt dann so weit gegangen, dass die Menschheit erkannt hat, ja scheiße, wir können das irgendwie nicht beenden. Und die haben natürlich auch die ganze Atmosphäre immer dreckiger gemacht und das Atmen wurde schwieriger. Naja, auf jeden Fall war dann das Ende vom Lied, dass
dass sich so ein paar ganz schlaue Köpfe zusammengesetzt haben auf Kosten von Pharaoh. Pharaoh war quasi die Firma, die diese Maschinen hergestellt hatte. Und die hatten sich quasi diesen Plan Horizon Zero Dawn überlegt. Oder Zero Dawn hieß es, glaube ich. Hör auf zu trödeln, Aloy. Alter, halt dein Maul. Öffne die Tür. Ja, Susu kann auch mal anders, wenn mal das Spiel auch selber mal nerven sollte, kann sie auch anders. Aber sie ist eine sehr nette Person. Und es ist liebenswert, wenn man mal vorbeischaut. Aber Susu hat ja auch noch andere Sachen. Da muss ich mal kurz spicken. Sie hat noch einen YouTube-Kanal, der aktuell aber sehr inaktiv ist. Eine Webseite, die kann ich euch einmal auf die Schnelle noch mal kurz zeigen. Und dann haben wir hier einmal die Webseite. So, ja. Das ist einmal ihre Webseite, da kann man sich alles nachlesen, Zeichnungen, was auch immer anschauen. Ich wechsle mal kurz hier nach unten und dann kann man sich da halt in Ruhe anschauen. Ja, man findet sie auch noch außerdem auf Twitter und Instagram, ist sie auch sehr viel unterwegs und aktiv. Größte auch immer mal wieder am Streamen. Ja. Mir ist als kleine Verbesserung Vorschlag von mir, diese Verbesserung Vorschlag muss nicht angenommen werden. Aber ich würde mir ich wünschen, wenn die angenommen wird. So. Okay. Als erstes ist mir aufgefallen, die Chat-Regeln. Die aller wichtigen Sachen mal ein bisschen fett zu markieren, um zu wissen, was ist hier genau wichtig. Es ist natürlich alles da irgendwie wichtig, aber eben alles, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, fett zu markieren. Weiter Vorschlag oder Verbesserung. Mach einfach mal wieder mehr YouTube. Bei Gelegenheit auch mehr für den YouTube-Kanal. So, wie zum Beispiel die Bastel-Streams, die du hast, oder deine Spiele, kannst du ja auch YouTube hochladen. Andere Streamer machen echt teilweise ja auch schon. Und das kannst du auch machen. Sodass dein YouTube-Kanal nochmal ein teilweise sich wieder ein bisschen erlebt. Auch da die Leute auf Twitch rüberkommen. Und was mir auch aufgefallen ist, aber habe ich dir schon gesagt, ist der Banner bei YouTube. Vielleicht ist das schon drin oder nicht. Hier führt er noch zu der alten Webseite. Das bitte noch ändern. Sonst ist mir erstmal nichts mehr aufgefallen, wo ich dann kann. Da muss unbedingt irgendwas getan werden. Ja, habe ich eure Interesse geweckt, dann schaut bei ihr vorbei. Sie streamt in englischen und deutschsprachigen Raum. Wollt ihr wenn ihr wollt, dass ich euren Kanal mir anschauen soll, dann schreibt mir auf Discord und dann mache ich echt bei Gelegenheit, schaue ich echt mir eine Vorab-Info
schaue ich echt mir erstmal an und dann entscheide ich ja oder nein. In dem Fall tue ich nochmal 2, 3 Fragen hinterher schmeißen. Und wenn alles gut läuft, dann seid ihr mit dabei. Wenn ich aber sehe, der Kanal ist einfach überhaupt nicht relevant, der tut fast gar nichts, dann sage ich auch wirklich so, nee, sorry. Aber das soll echt für heute gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Kanalvorstellung und schaut wieder vorbei. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund, bis zu der nächsten Kanalvorstellung.